Ich möchte euch jetzt mal ein paar Videos hineinstellen, damit wir uns den Aufbau von Muskeln besser vorstellen können, insbesondere vom quergestreiften Skelettmuskel. Ich habe euch hier mal versucht, die verschiedenen Schichten eines Muskels darzustellen. Der hat nämlich einige Faszienschichten, und zwar, wenn wir innen beginnen, dann ist das Weiße hier das Endomysium, das in Lila ist das Perimysium und die große Faszie außen um einen Muskel, das heißt Epimysium und umschließt jeweils den ganzen Muskel. Aus dem Epimysium geht die Sehne des Muskels hervor und die Sehne findet hoffentlich irgendwo in einem Knochen Ursprung und oder Ansatz. Und wenn wir das genauer anschauen, dann ist der Ansatz natürlich nicht nur punktförmig irgendwo am Knochen, sondern die Fasern beginnen eigentlich direkt aus dem Periost. Das heißt, Muskelursprung und Ansatz ist natürlich nicht nur irgendwo ein kleiner Punkt, sondern meistens sehr flächenhaft. Die Fasern strahlen in das Periost aus, die Fasern gehen weiter in die Sehne. Wenn wir symbolisch sagen, dass das der Bizeps ist, dann wäre das eine dicke Bizepssehne, die hier über das Epimysium den Muskel umschlingt. Wenn wir eine Etage tiefer gehen, dann haben wir hier unser Perimysium. Und wenn wir genauer schauen, dann stellen wir fest, dass das Perimysium jeweils verschiedene Bündeln umschließt. Das, was ich euch hier symbolisch draufgeklebt habe, soll symbolisieren, dass jeweils große, mittlere und ganz kleine Nerven, Blutgefäße, Lymphgefäße, diese einzelnen Faszienschichten begleiten. Hier habe ich euch das auch nochmal in Farben symbolisiert. Wir haben also hier eine Abteilung von verschiedenen kleineren Einheiten, jeweils durch ein Perimysium. Ein Perimysium umschließt halt hier so einzelne Abteilungen. Und hier haben wir unser Endomysium, das ist die weiße Schicht. Und das Endomysium liegt direkt auf dem Grünen hier auf. Das Grüne, das werden jeweils die einzelnen Muskelzellen, auch Muskelfasern genannt. Das heißt, wir schauen uns jetzt noch einmal die Einteilung an. Das Grüne innen, das ist jeweils eine einzelne Muskelfaser, eine einzelne Muskelzelle. Eine Muskelzelle ist jeweils von einer kompletten Schicht der Endomysium-Umgebung. Über das Endomysium kommen die Kapillaren hier zu der Muskelzelle, kommt auch der begleitende Nerv mit der motorischen Endplatte an. Wenn ich jetzt ein Bündel von Muskelfasern nehme, dann werden die jeweils von einem Perimysium umschlossen. Im Perimysium verlaufen natürlich auch wieder Blutgefäße. Und wenn ich dann einige dieser Bündel zusammenfasse zu einem Gesamtmuskel, dann gehört hier noch einmal ein Epimysium drum. Und das Epimysium ist das, was dann im Endeffekt die Sehne bildet und Ursprung oder Ansatz am Knochen bildet.